Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck hoch tief. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma ist in der Industrie- bzw. Baubranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 4,3%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen Börsenwert über 10 Milliarden Euro und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus Deutschland und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 7 Milliarden Euro und damit bekommt die Aktie insgesamt einen halben Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen und zwar von 1,5 auf 4,0 Euro je Aktie. Allerdings gab es in diesem Zeitraum insgesamt zwei Dividendenkürzungen und daher vergebe ich hier insgesamt einen halben Punkt. Das dritte Kriterium, wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also während der Finanzkrise hat die Aktie ca. 79% an Wert verloren und seitdem keinen größeren Kurseinbruch mehr erlitten als damals. Und hier vergebe ich insgesamt einen Minuspunkt. Das vierte Kriterium, wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier hat die Aktie nach aktuellem Stand in den letzten 10 Jahren ca. 63% an Wert zugelegt. Und das ist ein vergleichsweise noch guter Wert, würde ich sagen. Da vergebe ich hier einen halben Punkt. Das fünfte Kriterium, wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei ca. 93%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von ca. 7%. Und dieser Wert ist nicht so berauschend, würde ich sagen. Dafür gebe ich hier keinen Punkt. Das sechste Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Also in 2021 gab es noch einen bereinigten Gewinn von 6,65 Euro je Aktie. Der ist dann im letzten Geschäftsjahr angestiegen auf 7,24 Euro je Aktie. Allerdings für die Zukunft erwarten die Analysten wieder einen Rückgang auf 6,92 Euro je Aktie beim bereinigten Gewinn für das aktuell laufende Geschäftsjahr. Und daher vergebe ich insgesamt keinen Punkt. Dann kommen wir zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für das Jahr 2023 liegt momentan bei 14 circa und damit haben wir und damit unterhalb der 30er Marke und daher vergebe ich hier einen ganzen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt hoch tief in meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich 1,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheckampel landet die Aktie damit auf der dritten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2023 bei meinem Sicherheitscheck und hier landet hochtief momentan mit den 1,5 erreichten Punkten hier auf dem 12. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch den Link unter dem Video. So, und jetzt in der Grafik, hier seht ihr mal zum einen den Kursverlauf von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme und das ist circa Mitte August 2023 und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie des Verlaufs des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also schon die Aktie momentan zumindest trotz des Anstiegs in den vergangenen Wochen immer noch unterbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum Fernwert bereinigt. So, das war's dann noch wieder mal mit diesem Video und hier noch zum Schluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.